denkt sich OBS, oh scheiße, ja, nee, ich funktioniere heute mal nicht. Ju. Da sieht man, da ist der Quest. Ist die nicht toll? Und sie geht bei den Rente. Also im Privatrente. Ich habe eins für 20 Euro geholt. Aber nächstes Jahr ist es kostenlos für meine Konsole. Aber 20 Euro geht da auch noch. Also wenn ich bedenke, wie toll so manche Spiele heutzutage sind. 20 Euro? Ich glaube... Ah ne, zwei Spiele werde ich mir, glaube ich, dieses Jahr noch holen. Xbox hat Activision abgekauft, darum. Activision gab's noch? Ich glaube, die einzigen Spiele, die ich von Activision habe, sind halt diese ganzen alten PS2-Games noch. Bin halt komplett raus. Weil meine Spiele, die ich habe, beziehen sich größtenteils auf Square. Jetzt muss ich überlegen. Ja, gut. Ein bisschen Blizzard. War halt auch nicht so viel. Delic. Und ich glaube noch zwei andere, auf die ich gerade nicht komme. Mit Xbox habe ich ja recht wenig nur noch zu tun, genauso wie mit Activision. Das spiele ich ja kaum noch. Ich habe zwar eine Xbox 360 noch hier stehen. Die steht hier, ne? Ja, doch, da steht sie. Aber wisst ihr, wie lange ich die nicht mehr angemacht habe? Ich komme einfach nicht zum Konsole zocken. Ich komme einfach nicht dazu. So. Also. Ich werde jetzt... Ich weiß nicht, wie lange die Quests sind. Angepeilt sind 3 bis 4 Quests, die ich mache. Morgen wäre ja eigentlich... Also eigentlich wäre ja morgen Life is Strange. Spielen wir nicht. Wir spielen morgen dann den Patch zu Ende. Also wir machen halt quasi halbe-halbe, sozusagen. Luna! Hallo! Gut geschlafen, Luna. Ich rein theoretisch auch, aber MMOs existieren fast nur auf PC. Ich spiele halt beides mittlerweile. Aber halt eher PC und PlayStation. Obwohl ich eine Xbox hier stehen habe. Ich habe auch Nintendo-Konsolen hier stehen. Ja. Mann, ich weiß es doch auch nicht. Ich spiele alles gerne. Ich habe noch keine Zeit. Überhaupt nicht geschlafen, Luna. Du hattest Kopfweh gestern. Warum hast du nicht geschlafen? So, aber, bevor ich mich jetzt hier weiter... Könnte nicht zu der Kopf... Oh. Hast du was gesagt? Wäre ich mit dir wach geblieben? Nein, was mache ich? Ich penne ein. Ich wollte tatsächlich auch eigentlich erst wach bleiben. Ich dachte so, ach komm. Habe ich wenigstens eine Ausrede, warum ich nicht so lange spielen kann. Ich wollte das so schließen. Ja. Xbox, die neue Serie. Ich, wie gesagt, zu Xbox kann ich leider... Ich habe halt die letzte schon nicht mitgenommen und die jetzige werde ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. So. Luna, mach am besten den Ton aus. Für dich eine kleine Spoilerwarnung. Das Problem ist, ich lese halt auch noch. Aber keine Angst, wir spielen nicht lange, Luna. Wir wechseln noch bald zum anderen Char. Ah, sei gegrüßt, Edaria. Du kommst zu einem neuen Zeitpunkt. Ich bin noch müde, lasst mich.
Wir erhielten just Nachricht von den Galon-Metallwerken. Zweifelsohne erinnerst du dich an unsere Bitte, den Seelenwächter für unsere Expedition ins Nichts anzupassen. Nun, ihre Arbeiten sind abgeschlossen, sagen sie. Wenn du die Xbox startest, dann sehr viele Updates. Echt? Da sie selbst großes Interesse an unseren Vorhaben bekundet haben, liefern sie uns die fertigen Amulette gar persönlich. Unsere Alchemisten waren unterdessen nicht minder bemüht, auch der künstliche Atomos ist fertig, der uns das Portal vergrößern wird. So ließ sich umgehend Estinien benachrichtigen, sich bei Istola in Demirs Werk einzufinden. Wir beide sollten ebenfalls dorthin aufbrechen, um sie nicht unnötig warten zu lassen. Sowas, ich habe jetzt nicht zugehört. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Oh Gott. Das letzte Mal, ich glaube Anfang des Jahres, als ich meine Elgato ausprobiert habe. Ich habe mir ja letztes Jahr, beziehungsweise Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, die Elgato gekauft. Also, ne, die Capture Card. Und ich meine, da hatte ich es dann zuletzt ausprobiert. Aber die Frage ist, gibt es für die Xbox 360 überhaupt doch Updates? Das ist jetzt die andere Frage. Weil die 360 ist ja schon die uralte. Das ist ja schon Jahre her, dass die rauskam. War ja noch zur Zeit der PS3. Ist oder? Dafür gibt es kein Update mehr, oder? Oder machen die das im Gegensatz zu Dingens? Ah, da bist du ja. Ich habe bereits auf dich gewartet. Sieh dir nur unser Meisterwerk an. Ein von Hand erschaffener Atomus, in dem das gebundene Wissen der hiesigen Alchemisten steckt. Noch haben wir ihn keinen Praxistest unterzogen, aber seinem Äther nach zu urteilen, steht er dem Original aus Fleisch und Blut im Nichts nach. Ein wahrhaftiges Meisterstück und in so kurzer Zeit erschaffen. Die Alchemie Tefneas vollbringt wahrlich ein Wunder nach dem nächsten. Gut, kann ich nur nicht lesen. Doch wo steckt Nidana? Ich werde nicht aufbrechen, ehe ich ihr nicht persönlich für ihre Mühe gedankt habe. Sie müsse noch etwas erledigen, sagte sie. Kaum, dass sie den Atomos hier ablieferte, hat sie sich bereits auf dem Weg zu ihrer Werkstätte gemacht. Ich für meinen Teil warte vor allem auf die Ingenieure der Galon-Metallwerke. Es fehlt nur noch der verbesserte Seelenwächter, um unseren Atomos endlich auf das Portal anzusetzen. Dann darf ich die frohe Kunde bringen, dass das Warten hiermit ein Ende hat. Ach, da sind sie ja. Auf jeden Fall, ich habe noch einen Xbox One auf deinem. Ja, müsste ich mal gucken. Vielleicht starte ich die demnächst mal wieder. Nur wegen der Updates. Ah, wenn man vom Galon spricht. Schön, dich wohl aufzusehen, Sid. Auch wenn es mich durchaus überrascht, dass du uns persönlich deine Aufwartung machst. Mir war gar nicht klar, wie sehr du dich für unser Vorhaben begeisterst. Er begeistert sich für alles, was wir tun. Tja, die Erlebnisse im Sigrosturm haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das sind wir natürlich umso gespannter, wie es euch mit diesem Nichtsportal ergehen wird. Also hat sich meine Mannschaft hier ordentlich ins Zeug gelegt, um die Verbesserung am Seelenwächter so schnell wie möglich fertigzustellen. Wenn es euch nicht stört, würden wir der Vergrößerung des Portals gerne beiwohnen. Wir wollen schließlich nicht vergessen, dass es meine Daten waren, die diese Verbesserung erst möglich gemacht haben. Oh, Alter, Nero. Selbst dem schwärzesten Nichts wird euer Amulett problemlos widerstehen. Für gute 5 bis 10 Jahre. Solange ihr euch also nicht dauerhaft im 13. Splitter einquartieren wollt, habt ihr nichts zu befürchten. Jawohl. Wir, die die Schutzfassung auch tatsächlich konstruiert haben, garantieren eure Sicherheit. Ich weiß ja nicht. Irgendwas geht doch eh wieder schief. Hier, also die Bestellung. Mit besten Wünschen der Galon-Metallwerke. Da geht 100 Pro was schief.
Ich weiß auch nicht. Irgendwie vertraue ich denen nicht. Ich habe Updates zu 99% nicht. Ist gleich installiert, wenn sie rauskommen. Okay. Aber es installiert es auch, wenn es sich anders? Eigentlich nicht, ne? Schön wäre es ja. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Endlich scheint sich ein Weg zu meiner Schwester aufzutun. Midgar Sommer war uns ein treuer Verbündeter in Sachen mit Omega. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass er seine verschollene Tochter. Als dass es seiner verschollenen Tochter gut geht. Hilfe. Gott, schenke mir die Kraft zu lesen. Ich danke dir für diese Worte. Die nehme ich mir mit ins Nichts. Das ist ein sehr seltsamer Satz. Wo sie mir zweifelsohne Kraft spenden werden. Also dann begleiten euch die Metallwerke zum Portal als euer Abschiedskomitee. Halt! Wartet! Wenn Elefanten rennen. Nidana, was ist los? Ah, Magistrat, wir haben da noch etwas für euch. Verzeiht, dass ich euch so kurzfristig von eurem Aufbruch abhalten muss, aber würdet ihr wohl einen Moment mit mir kommen? Nun, sicherlich. Es scheint ja durchaus wichtig zu sein. Verzeiht, aber dürfte ich euch nur einen Moment warten lassen? Ja, auf die 5 Minuten kommt es auch nicht mehr drauf an. Das dauert aber ganz schön lange. Was soll dieses Geschenk denn sein? Eine alchemistische synthetisierte Kampfmaschine angepasst auf seine winzige Statur? Wir werden es auch nicht mehr nehmen. Wirklich nicht. Ich glaube, die Hälfte des Spiels besteht darin, zu warten. Auf irgendwelche Leute, die dann irgendwann mal ankommen. Wir warten einfach nur. Oder prügeln. Oder tun irgendwelche dummen Aufträge für irgendwelche komischen Frauen. Das wäre gar nicht dumm. Schließlich begibt er sich an einen höchst gefährlichen Ort. Das sollte ich dir aber nicht erklären müssen. Schließlich wirst du nie müde zu betonen, wer der wahre Nichtsexperte ist. Er war einmal drin. Einmal. Einmal war der Kerl da. Mensch, Kinas. Es werden halt einfach immer mehr Leute. Desto länger die brauchen, desto mehr Leute werden es. Fällt das auch bei jemandem auf? Verzeiht, dass ich euch warten ließ. Ach, jetzt wird. Oh ja, Leute. Friedra. In der Tat. Mein Auge weilt nun in diesem Körper. Mir war ja durchaus bewusst, dass ihr wie besessen an etwas gearbeitet habt. Aber damit habt ihr euch selbst übertroffen. Wo ihr nun für eure Schwester in die Schlacht zieht, braucht ihr doch einen angemesseneren Körper. Also haben wir in die Hände gespuckt und eine Marionette synthetisiert, mit der ihr auch kämpfen könnt. Ihr werdet feststellen, dass euch der Gebrauch von Waffen und Magie weitaus leichter fallen wird. Eigentlich wollte ich auch gar keine große Überraschung daraus machen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wir haben verbessert und verbessert, bis uns die Zeit gänzlich davongelaufen war. Bitte verzeiht. Wenn überhaupt, dann müsste ich mich wohl entschuldigen. Für die ganzen Umstände, die ich fortan bereite. Ich danke euch für die hervorragende Arbeit. Diese Hülle wird mir im Kampf zweifelsohne gute Dienste leisten. Allerdings beansprucht sie auch meine ganze Aufmerksamkeit. So möchte ich euch noch einmal bitten, über Razzatan zu wachen.
ist das Tor zum Nichts erst aufgestoßen, drohen Überfälle seiner Ungeheuer. Auch für diesen Fall sind wir bereits bestens vorbereitet. Sagten sie, ohne zu wissen, dass wahrscheinlich das ganze Land untergehen wird. Das Himmelsheer wurde von einem überaus erfahrenen Drachenreiter auf alle Eventualitäten vorbereitet. An uns wird kein Nichtswesen vorbeigelangen. Also, nur keine Sorge, Warshan. Verzeiht, nur keine Sorge, ehrenwerter Magistrat. Warshan ist völlig in Ordnung, Nabdin. Schließlich bin ich nach wie vor euer kleiner Bruder, nicht wahr? Eben der. Also, auf und komm uns ja heil zurück. Mal gucken. Ich hätte nicht gedacht, dass es direkt mit Action startet. Darf ich dich kurz ablenken? Ich hätte da nämlich noch etwas für dich. Uriange hat mich aufgesucht, während du fort warst. Du erinnerst dich sicherlich daran, dass er uns im Auftrag der Loporit zu Al-Sadals Schatzkammer begleitet hatte. Tja, die Loporit waren von seinem Bericht mehr als angetan. Scheinbar sind sie bereits vollauf damit beschäftigt, ihre eigenen Gewölbe entsprechend anzupassen. Gut. Ach, die kleinen Lobriten. Er hat ihm ein gewisses Kleinod anvertraut. Als Dank, wie Uriange sagt. Ganz recht. Dies ist der Kristall, den uns Heidelin im Sternengrund anvertraute, der uns zu Meteion geführt hat. Sie sagten, sie bräuchten ihn nicht mehr. Aber ich glaube, dies ist ihr Abschiedsgeschenk an Uriange, um ihn von seinen Pflichten zu entbinden. Er wiederum überlässt ihn nun uns. Er sei noch mit Licht gesegnet, meint er, und würde uns so in der Welt des Nichts zweifelsohne von Nutzen sein. Nimm schon, in ihm schlummert Heidelins Vermächtnis. Damit bist du seine rechtmäßige Trägerin. Hat noch jemand gemerkt, dass es plötzlich dunkel geworden ist? Damit sollte alles gesagt sein. Lasst uns von Akiali aus zur Schatzkammer aufbrechen. Okay. ihr wollt zu Al-Sadals Vermächtnis, richtig? Der ehrenwerte Magistrat und eure Begleiter sind ebenfalls schon aufgebrochen. Ja, dann reisen wir direkt hinterher. Keine Umschweife. Mal gucken, was jetzt passiert. Habt ihr jetzt einen Schuss? Tervan, Hallöchen! Wunderschönen guten Morgen dir. Wie geht's? So breche ich nun das Siegel. Auf Geheiß Al-Sadals des Dritten. Schwarzer Schlund! Ich antworte gleich. Ich antworte nach der Szene. Leider keine Pause-Taste. Verschlinge das Portal! Ich
Ganz wie geplant. Nun sollten wir ohne weiteres hindurchpassen. Und wo genau führt es uns hin? Als ich einst hindurch in das Nichts trat, fand ich mich in einer Art Burg wieder. Dort wimmelte es von Nichtswesen. Damals musste ich ob ihrer schieren Zahl sofort umkehren. Doch heute seid ihr an meiner Seite. Heute stellen wir uns den Angreifern und werden nicht weichen. Dies ist unsere erste Herausforderung. Das Nichts erkunden, in dem unzählige Gefahren lauern. Du hast hierbei zweifelsohne den größten Erfahrungsschatz. Daher will ich mich im Kampf deinen Fähigkeiten anpassen, um dich bestmöglich zu unterstützen. Sollte es uns an heilenden Händen mangeln, kann ich durchaus behilflich sein. Trotz all meines Feuers wollen wir doch nicht vergessen, dass ich auch lindernde Magien beherrsche. Dann ist es an der Zeit, meinen Weg von einst nun fortzusetzen. Wir kommen, Schwester! Echt so. Das ist aber echt so. Hey, so typisch aus den mir, ne? Ah, okay. Direkt Inhalt. Juhu! Geil. Zu deiner Frage. Der Urlaub war super. Der Urlaub war echt super. Tatsächlich bestes Wetter. Einen einzigen heißen Tag. Einen richtig geilen verregneten Tag. Gut, plus Abreise. Also eineinhalb verregnete Tage. Aber Urlaub richtig klasse. Richtig, richtig. Das Essen. Bombe. Ich fahre ja, also da wo wir waren, da fahre ich tatsächlich schon seit 15 Jahren hin. Ich musste erstmal durchrechnen, wie lange ich da schon in den Urlaub hinfahre. Ich meine, wie gesagt, seit meinem 6. oder 7. Lebensjahr. Und mit Unterbrechung. Es gab halt immer mal wieder Jahre, wo ich nicht da war. Wie die letzten zwei zum Beispiel. Aber. Ich wollte am liebsten da bleiben. Aber es war echt schön. War richtig, richtig schön. Und ich habe mich sogar zurückgehalten, was das Kaufen angeht. Ich habe recht wenig gekauft, dafür, dass Urlaub war. Aber meine Großmutter war ja, wie gesagt, auch noch mit. Und ja, es war manchmal ein bisschen anstrengend. Aber es war schön. Es war richtig schön. Und das Geilste, ohne Witz, egal wo ich hinfahre, kaum steige ich aus dem Auto, Katze. Wir waren noch keine 5 Minuten angekommen. So, waren noch beim Begrüßen. Was läuft mir entgegen? Ein Kätzchen. Womit habe ich die halbe Hälfte des Urlaubs verbracht? Mit Katzenstreicheln. Wenn wir beim nächsten Mal da sind, hat die Katzenmama Junge bekommen. Dann hat sie ein paar kleine süße Babykatzen, wenn alles gut läuft. Ich will wieder zurück. Gut, ich habe hier oben 3 Katzen, die mich übrigens nicht mehr in Ruhe lassen. Also ich habe keine Nacht mehr, seit wir wieder da sind, wo nicht irgendein Kater auf mir, neben mir, unter der Bettdecke, auf dem Kopfkissen oder sonst wo liegt. Ich glaube, die haben mich vermisst. Ich glaube, die haben mich echt vermisst. Oh, Insel Nico. Ja, ich war vorhin auch noch auf der Insel. Muss aber Klasse wechseln. Fange ich mal mit was ganz anderem. Ach, ich weiß doch nicht. Hey, ich könnte mit NPCs rein. Lagischer Stein der Kausalität. Ach ja, stimmt, die gibt's ja jetzt.
gibt dir jetzt? Ich habe zwar gestern die Patchnotes überflogen, ich habe aber trotzdem noch keinen blassen Schimmer. Und Jenny, guten Morgen. Wie geht's dir? Ja. Na, starten wir mal. Wie lange ich warten muss. Nicht lange. Gut. Noch 30 Minuten. Na. Ich werde nachher wahrscheinlich auch noch mal kurz auf meine Insel gehen. Mal gucken. Alles wieder fresh. Die ganze Familie hat das miese Ziel erwischt. Oh no! Oh no! Dann hoffe ich, dass es euch allen wieder gut geht. Oh no! Das ist ja mies! Das böse, böse C! Oh. Ich hatte das ja auch schon. Aber ich weiß gar nicht, das war glaube ich im März. Im März hatte ich. Brutus hatte es glaube ich 2 Monate nach mir und er hatte nichts. Der hatte ein bisschen Depression. Das war's dann aber schon, was der Kerl hatte. Und ich lag halt einfach 2 Wochen flach und habe immer noch Nachwirkungen. Nicht, also keine schlimmen, aber ja. Sagen wir so, Treppe steigen ist nicht mehr ganz so witzig. So.